Grüezi Miteinand, ich heiße Alessandro Nicolai und arbeite bei Castello Banfi in Montalcino. Montalcino ist ein kleines mittelalterliches Dorf, 40 Kilometer im Süden von Siena. Dieses Dorf ist heute weltberühmt für die Herstellung von einem der renommiertesten Weine der Welt, Brunello di Montalcino. Brunello ist 100% Sangiovese und Sangiovese ist vielleicht die älteste Rebsorte in Italien. Und ist sehr verbreitet mit vielen verschiedenen Eigenschaften. Diese Sangiovese Traube, die uns hier in Montalcino Brunello und Rosso di Montalcino gibt, ist eine der wichtigsten Familien im Raum Sangiovese, die dem Wein eine elegante und sehr balancierte Struktur verleiht. Danke auch dem ausgezeichneten Klima und dem reichen Boden. Sangiovese als Wein Montalcino kommt in drei verschiedenen Varianten. Rosso Montalcino, Jungerwein, oft früchtig, unser eignet für den Alltag. Reift ungefähr ein Jahr für die Freigabe. Brunello di Montalcino, der König von Montalcino, der einen sehr langen Lebenspotenzial hat in den besten Jahrgängen. Und ist sehr interessant, seine Entwicklung während der Jahre zu folgen. Fünf Jahre davon mindestens zwei in Eichenholzfässer und einen Brunello di Montalcino zu genießen. Dann Brunello di Montalcino Riserva. Wenn Brunello ist der König, Brunello di Riserva ist der Kaiser. Er wird nur in den besten Jahrgängen hergestellt und ist oft ein Cru, der von einer spezifischen Rebflecke kommt. Hier muss man sechs Jahre warten, um einen Brunello Riserva zu haben. Castello Banfi ist südwest von Montalcino, auf der Seite, die zum Meer gerichtet ist. Castello Banfi ist das größte Weingut in Montalcino, mit ungefähr 800 Hektar Weinberge. Wurde erst in 1978 gegründet, ist nicht nur das größte, sondern auch eines der wichtigsten Weingüter in Italien, das Tradition und Innovation miteinander vereint. Bei uns haben wir zwei verschiedene Familien von Sangiovese, die klassische und Poggio alle Mura. Diese letzte kommt von Flächen, die am Anfang der 90er Jahre gepflanzt wurden, die beste Klonen von Sangiovese der